Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan True Warriors 2. Ja, der Clan hat sich hier doch tatsächlich mokiert. Ich würde ja gar kein Video mehr vom True Warriors 2 zeigen. Stimmt, mache ich auch nicht. Ich starte hier heute trotzdem mal meine Folge, also x Tag nach dem Update. Und man will ja wissen, wie es weitergeht. Der Clan hier, muss man dazu sagen, war sehr, sehr fleißig. Ihr seht das hier mal. Wir haben nämlich schon 10.370 hier in unserer Clan-Kiste. Das heißt also, wir haben alle 4 Rewards jetzt fertig und können trotzdem noch ein bisschen weitermachen. Wir haben satte, das ist echt krank hier, 34 Leute, aber ich denke mal, das war in anderen Clans auch so, 35 Leute, haben sich hieran beteiligt und haben hier ihre Sachen geholt, beziehungsweise die Punkte eingefahren. Und die Challenges werden jetzt auch weniger. Also ich nehme mal an, wenn die dann weg sind, dann ist das hier auch ganz vorbei. Die Rewards sind sicherlich ganz nett, gar keine Frage. Also das sind hier natürlich so normale Rewards zum Boosten für Hero Regeneration. Also das steht auch mal bei, in welcher Base es denn wirkt. Wirkt also hier in der Home Base. Und was haben wir hier? Boost your troops and spells to the maximum level allowed by your laboratory for 1 hour. Also zum Max Level, wenn du also, sagen wir mal, noch die Forschung der Magier offen hast, eigentlich auf dem nächsten Level, und diesen Trank nimmst, dann sind sie für eine Stunde auf dem Level, auf dem dein Labor ist. Ja, also es rennt nicht plötzlich dann jeder Siebener mal eine Stunde hier mit Max Drachen durch die Gegend. Das leider nicht. Aber ich meine, das ist ja was für ausstehende Forschung. Also gar nicht mal so schlecht. Und gibt schon ganz nette Sachen hier. Hey Spell turned into a potion. This magical can greatly boost your resource collector efficiency for one day. Ist natürlich auch krass. Also ein Tag schön Boost hier, nicht mit Gems, sondern hier mit einer Potion. Die anderen Sachen sind auch interessant. Wir haben heute ein bisschen darüber diskutiert hier, ob einer überhaupt Dunkles nimmt. Ja klar, so ein Rathaus 7, der eher schlecht Dunkles sammelt, der wird unter Umständen hier Dunkles nehmen. Ja, ich kann ich jetzt noch nicht nehmen, denn die Spiele laufen nur einen Tag 13 Stunden. Und jeder stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich mit diesen magischen Büchern hier auf sich hat und wie viele Tränke kann man eigentlich aufnehmen. Ich meine, man kann 5 Stück hier aufnehmen, aber wie oft kommen diese Clan-Spiele? Denn sie verfallen ja nach 7 Tagen. Nach 7 Tagen verfällt das Item und dann kriegst du hier natürlich gar nicht 5 Stück rein, weil ihr habt das ja gerade gesehen, man kann ja maximal, glaube ich, 6 Stück pro Reward erstmal nur sammeln, also 2, 4, 6 Stück und davon auch nur 2 von jedem. Das sind noch so Fragen, die sind sicherlich offen hier und natürlich auch die Bücher hier, also das ist das krasseste Buch, glaube ich. Denn this magical book can be used to instantly complete any building upgrade. Also das ist geil. Wenn du das Ding hast hier, stößt dein, ich sag mal, Armeelager jetzt auf 9 an und kannst es damit sofort fertigstellen. 14 Tage. Das sind ungefähr 1800 oder 1900 Gems gespart, wenn man es dann tatsächlich mit Gems machen würde. Und die anderen Bücher könnt ihr selber mal reingucken. Sind auch sehr, sehr interessant, habe ich festgestellt. Dieses wirkt zum Beispiel in beiden Villages und can be used to instantly complete any ongoing upgrade. Also das ist echt krass. Any. Alles wird hier mit upgegradet. Finde ich wirklich, wirklich gut. Hier gibt es dann auch Spell Upgrade und so weiter. Also das erstmal so ein bisschen ein Tag hier nach dem Update. Und ich denke mal, alle haben so ein bisschen mitgekämpft. Ich habe hier auch, glaube ich, mit dem Donnerbengel das eine oder andere gemacht. Ja, ihr seht das hier, ich habe 190 mitgeholfen, denn man muss, ja, das ist auch ein bisschen unfair, auch die hier nur einen Angriff machen, earnen hier die kompletten Rewards. Das ist natürlich doof. Ich meine, die Leute, die hier oben jetzt richtig viel gemacht haben, sollten eigentlich mehr bekommen als alle anderen, finde ich. Aber es können ja auch gar nicht alle 500 machen. Wenn ihr hier seht, wir sind ja ein voller Clan und alle machen hier 500, dann ergibt das natürlich immer ganz, ganz locker 10.000. Also so viel erstmal dazu. Und ich würde sagen, ich switche zu den True Warriors rüber, denn wir wollen ja auch mal sehen, wie wirkt sich das eigentlich im Clankrieg aus. Denn mit denen haben wir ja schon Clankrieg gespielt. Und ich würde sagen, ich switche mal auf den Toto und dann sehen wir uns sofort wieder. Hier sind wir auf meinem Rathaus 11 Account und dann gucken wir mal rein. Der Krieg ist vorbei und endlich haben wir unsere Farbe wieder. Mann, 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 haben wir es Rot so vermisst oder was? Ah, wie ärgerlich. Ihr seht das ja, ich habe es, glaube ich, gestern schon gezeigt. Der 50-50 ging ja knapp verloren, aber der letzte hier ging auch
Ja, eigentlich ging er auch stark verloren. Wir können ja mal reingucken. Also bei uns wurde wirklich gut gezweiert, gedreiert und immer im hohen prozentualen Bereich. Also, dass jetzt nach dem Update alles mit Heilzauber hier durch die Gegend rennt und alles wird gedreiert, das ist denn leider gut, dass es nicht so ist. So muss man es ja sagen. Gut, dass es nicht so ist. Und es sind einfach ein bisschen viele Zehner hier aufgeblieben, wo wir uns mal wieder, es ist immer mal eine, das ist auch immer der Hammer. Oftmals ist es so ein oder zwei Bases, wo du dir den oder wo du dir die Zähne dran ausbeißt, wo du einen Versuch nach dem nächsten startest und nicht jeder hatte hier so ein Glück wie der Kevin hier, der diese 10er-Base hier machen durfte. Also das ist ein 9er, der maxed out war, schon so ein bisschen seine Gebäude gebaut hat, dann hat er aber irgendwann keine Lust mehr gehabt und hat dann einfach den Bogenschützenturm hier als Gestell stehen lassen und das Kanönchen hier auch noch behalten. Aber der Rest ist natürlich hier Def 10. Ich denke mal, wahrscheinlich fürs Matchmaking gemacht hier. Versehentlich die beiden Gebäude hier rausgeholt und dann, doch festgestellt, Mist, habe ich einen Fehler gemacht beim CW-Account rushen. Denn 21 hier unten, 10er ist ja nicht gerade üblich in den RH9-Bereichen. Und er hat sich hier für Hexen entschieden. Also Rathaus 9 auf Rathaus 10 hier. Ja, das ist gar nicht mal schlecht, würde ich sagen, denn die Defense hier ist ja doch schon sehr, sehr stark auf Rathaus 10. Aber die Base ist natürlich jetzt nicht so wirklich super groß, muss man sagen. Ich sehe das jetzt gerade so. Und von daher kommt man, glaube ich, ganz, ganz gut hier durch. Mal sehen, der King da hinten. Der King hat noch ein bisschen verteidigt, aber jetzt haben wir nur noch ein bisschen Flächenschaden. Ja, der kann natürlich wehtun hier vor dem Bombenturm, Minenwerfer. Das sind natürlich alles Sachen. Auch das hier, dass man da einen Bogenschützen setzt, der eben in der Range des Minenwerfers ist, ja. Aber hier hätte man es vorher gewusst, ne, hätte man nur einen Bogi gebraucht, aber egal. Der braucht natürlich eine halbe Ewigkeit hier, also so ganz piano ist es denn doch nicht. Queen geht hier aber noch richtig schön unter Heil mit durch und wird auch weiterhin geheilt, weil die kriegt im Moment immer den Schaden. Da ist erstmal der King jetzt Geschichte, ja, super gemacht. So, gucken wir weiter. Von der anderen Seite ging es dann ja auch mit. Wie hätte das denn eigentlich gemacht? Okay, das muss ja irgendwie gegangen sein. Denn hier steht jetzt noch der Magierturm. Okay, jetzt hat er aber richtig viele Truppen hier am Start. Noch 1, 2, 3, sehe ich 4, 5 Hexen hier. Die noch mit ihren Skeletten, 6 Hexen sogar. 6 Hexen mit den Skeletten unterwegs. Und die sind hier natürlich mal richtig gut durchgegangen. Keine Frage. Und da hat dann auch so ein Magierturm, der natürlich Flächenschaden macht. Aber dann, wo die Skelette hier jetzt anfangen zu tanken, ich meine, die sind immer mit einem Schlag weg hier. 2, 3, oh, da die Riesenbombe nochmal, tat nochmal weh. Queen kommt, Ende im Gelände. Okay, schöne 3 Sterne hier von Kevin auf die Nummer 22, Carlos. Und wir gehen mal ein bisschen höher, ob wir hier schon in dem 10er-Bereich sind. Gucken wir mal. Der Iceman hier auf das Rathaus 10, ja, hier sind wir jetzt schon im 10er-Bereich. Und auch hier wurde noch kein Heilzauber genommen. 3 Sprung, 2 Wut, auch nicht schlecht. Kann man auch machen. Der Iceman hier mit, oh, gleicher Kombi, also auch Hexen und Bola, aber jetzt mit ein bisschen mehr Bola, denn er ist ja ein Rathaus 10er. Und wir können mal gucken, wie er sich hier so schlägt gegen den. Ja, Level 1 Inferno auf Multi, ja. Mit Hexen vielleicht nicht ganz so krass, aber hier die Masse der Truppe macht es einfach im Moment. Und mit 3 Sprung, ich denke mal, da kommt noch der Sprung. Ja, da kommt der letzte Sprung. Schön gemacht hier. Also, ja, doch nicht jeder mit Heilzauber unterwegs. Ich hatte eigentlich ein bisschen was anderes erwartet. Ich habe den CK hier so ein bisschen aus den Augen verloren heute. Denn hier war ja doch ein bisschen viel Update-Geplänkel und Kissen-Geplänkel und Gegrinde natürlich nach den Ressourcen. Denn es gibt natürlich wieder für jeden so ein bisschen was zu tun. Vor allen Dingen für die Rathaus 11er. Für die anderen Rathäuser ist ja dann eher weniger bis gar nichts dabei gewesen, was das Update angeht. Außer, dass natürlich Truppen in den niedrigen Leveln jetzt mehr Trefferpunkte haben, also vor allem den Golems. Und dass die DPS ein bisschen gelitten hat von den X-Bögen. So viel ist es übrigens gar nicht. Ich glaube, es sind 10 in den unteren Leveln. Das geht noch, sagen wir mal so. Aber bei 3 X-Bogen macht das natürlich schon mal 30 DPS weniger aus, die Schaden austeilen. Und hier teilen sich jetzt nochmal schön die Truppen hier. Hier hinten nochmal ein Lager. Hat auch nichts vergessen hier. Super Angriff hier von Iceman.
Ich weiß nicht, warum ich Iceman immer Iceman nenne, aber es ist für mich der Iceman. Der sich übrigens mal umbenannt hat. Denn irgendwann zu so komischen Zeiten, da konntest du die Hieroglyphen von Apple-Usern ja nicht wirklich sehen. Und wir sehen hier jemanden, ja, den muss ich euch mal kurz special vorstellen. Es ist der Korn. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Angriff von mir gesehen habt. Das waren Dreier auf meine Base. Der hat der Korn gemacht. Und der Korn kommt vom Clan Iron Star. Ich weiß gar nicht, habe ich schon erwähnt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich kenne meine eigene Folge nicht mehr. Ist vom Clan Iron Star und hat hier bei uns den Clan gejoint und ist hier, glaube ich, ganz gerne. Dadurch sprechen wir jetzt halt ein bisschen mehr Englisch oder tippen ein bisschen mehr Englisch, damit auch er bei uns mitkommt. Und die Kombi habe ich schon mal gesehen bei ihm. Denn so hat er, glaube ich, auch im letzten Clankrieg angegriffen oder im vorletzten. Also erstmal kurz die Truppen bzw. die Bogenschützentürme vor allen Dingen abgelenkt hier mit einem Ballon, mit einem Loon. Und macht jetzt erstmal schön mit Queen Look weiter hier. Also ich muss sagen, das hat der Kollege aus Persien richtig drauf. Und ist aber eine starke Unterstützung. Er hat auch getippt, er bleibt erstmal hier. Finde ich echt sehr, sehr nett. Hätte ich nicht gedacht, dass wir auch mal so ein bisschen, so ein kleines bisschen international werden hier. Wir sind ja sicherlich schon international hier, was die Länder angeht. Aber es sind natürlich ausschließlich deutschsprachige Spieler hier. Und hatten aber kein Problem, den Korn hier einfach mal mit bei uns aufzunehmen. Er hat halt ganz nett angefragt, hat gefragt, ob er nächsten CK mitmachen kann oder überhaupt. Und klar kann er das machen. Und seitdem kämpft er hier mit uns mit. Ist natürlich super, dass wir hier einen Warrior von auswärts dazu gewonnen haben. Vor allen Dingen, wenn er mal unser Gegner war. Das finde ich richtig klasse. Also freut mich hier wirklich, dass wir so einen Zuwachs haben. Und wir gucken mal hier, wo geht die Queen jetzt hin? Okay, die Queen geht natürlich jetzt vom Inferno weg, aber ihr seht das jetzt schon hier. Auch der Korn ist eigentlich einer, der immer Wut mitgenommen hat in seiner CB mit dieser Truppe hier und hat den einfach jetzt mal getauscht gegen, ja, perfekt, zwei Heilzauber, aber also mal gucken, ob, ja, ich meine, ihr wisst es ja jetzt schon, es hat ihn ja was gebracht, aber hier schön wieder mit dem Pekka, auch das ist so ein bisschen so seine Masche, richtig schön gemacht hier. Und ja, was liegt jetzt nahe, als hier mal gerade einen Heilzauber zu schmeißen? Inferno, Single, Multi, was machen wir mit dem Inferno-Turm? Also mal gucken, ob das, ja, viele hoffen ja, dass Supercell sich da nur vertan hat, dass es ein schlechter April-Scherz im Dezember ist. Und aber mal sehen, irgendwas muss ja dran sein. Denn ansonsten hat jetzt ein Rathaus 10er und ein Rathaus 11er, ja, man hat jetzt noch Inferno-Türme. So muss man es ja sagen. Ob sie jetzt noch Sinn machen oder nicht, oder ob es jetzt eine einfache Def wie jede andere ja ist. Streng genommen ist es ja eine Defense, wie jede andere Defense jetzt auch. Sie war eine spezielle Defense, als ihr Schaden nicht gegen, oh, entschuldigt bitte, gegengehalten werden musste. Ich bin kurz vorm Niesen. Oh. Eben mal Mikro leise machen. So, boah, das hat mich aber gerade durchgeschüttelt. Und da war der Inferno-Turm noch etwas Besonderes, also so ab Rathaus 10. Die besonders herauszuhebende Defense ist der Inferno-Turm. Und ja, so richtig ist das ja jetzt nicht mehr. Wir gehen mal noch ein bisschen höher, ob wir überhaupt noch drei hingekriegt haben. Wir haben nämlich gar keine drei mehr hingekriegt. Das hat der Gegner etwas besser gemacht. Und wir sehen hier den Hocker auch mit einem Heilzauber, ja. Hat sich bei dieser Base hier dazu entschieden, mit Bola und Heilern mal an diese Sache ranzugehen, ja. Infernos, wie gesagt, können geheilt werden. Hier, diese Base hat zwei Infernos und die stehen eigentlich, ja, die stehen sogar gut. Die stehen gar nicht mal schlecht. Denn einer hier vorne in dem Apartment und einer dann hier so, hat zieht die Truppen vielleicht so nach rechts Richtung Adler. Und aber auch hier hat er jetzt noch 1, 2, 3 Heiler hier mit in der Meute. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Und mal sehen, wann er denn, ja, ich denke mal, den Heilzauber wird auch eher relativ spät hier werfen. Freest jetzt, man sieht den gefriesten Drachen hier. Auch nicht schlecht. Klamburg Friesen ist immer noch in. Wenn man sowieso gerade friesen muss. Und nutzt dann gleich, glaube ich, ja, hat er seinen Heilzauber schon genutzt.
also noch gar nicht mal da, wo der Inferno eigentlich jetzt auf die Bowler hier zählt, sondern etwas eher geworfen hier, um nochmal eine Masse von Truppen durchzuheilen. Und jetzt gehen die alle aus der Range des Infernos. Das ist nicht schlecht. Die Heiler waren natürlich gerade in Range des Infernos und die können natürlich nicht geheilt werden. Heiler kann man nicht heilen, auch nicht mit Heilzauber, glaube ich. Also ein Heilzauber, glaube ich, auf die Heiler werfen, heilt die Heiler nicht. Was für ein Spruch. Und aber schön gemacht hier. Ich hatte mich übrigens heute im ersten Teil vertan, dass die Items nach 7 Tagen aus dieser Magical Chest rausgehen. Nein, ist natürlich nicht so, sondern man hat 7 Tage Zeit, sich seine Belohnungen aus der Karre zu holen. Ja, also die Sachen kann man dann natürlich schon sammeln in seiner Clanburg, also schon, man kommt dann schon auf 5 Flaschen pro Flasche, je nachdem, wie man sich die Tränke jetzt aufbewahrt. Also das war fälschlich von mir gelesen, also man hat 7 Tage Zeit, seine Belohnung abzuholen aus der Karre, aus der Clankarre, und die Sachen verfallen also nicht in der Magical Chest nach 7 Tagen, wäre glaube ich auch ein bisschen unsinnig, denn auch dort kann man ja so ein bisschen was sammeln, und wenn man jetzt, die kommen wahrscheinlich etwas später, die Bücher dann hat, dann will man das Buch natürlich nicht unbedingt innerhalb von 7 Tagen verbrauchen, sondern wartet damit, bis man es sinnvoll einsetzen kann. Schöner Angriff hier trotzdem von Hocke auf die Nummer 7. Was haben wir weiter gemacht? Wir haben hier den Nico mit 67%, also auch stabil und auch kein Dreier. Also 11 auf 11 hier jetzt easy peasy mit Heilzaubern. Der Nico entscheidet sich hier sowieso nicht für einen Heilzauber, sondern er nimmt gleich richtig fett Wutzauber mit. Und ihr seht das hier, der Nico ist ein ganz, ganz fleißiger. Bei dem ticken die Ohren auch schneller. Schon mal eine Level 47 Queen hier nach einem Tag Update. Ja, das kommt nicht von Urna. Da hat man zu viel Geld. Nein. Muss ja jeder selber wissen, wie er seine Gems ausgibt, ob er jetzt viele hat, ob er sich welche gekauft hat. Denn auch das will ich euch gleich noch zeigen zum Ende der Folge hier. Ist natürlich richtig nice und man kommt immer in Versuchung. Ja? Aber es ist auch sehr, sehr verschieden, muss ich sagen. Aber ich erkläre es, glaube ich, am Ende. Ich denke mal, wir machen jetzt erstmal hier den Clankrieg zu Ende, beziehungsweise den Clankriegsangriff hier vom Nico. 2 auf 4 hier auf den Clan, wie hießen sie eigentlich? Black Demons. Und also nicht jeder Angriff hier wird jetzt einen automatischen Dreier, nur weil die Infernos jetzt nur noch Infernos sind. Ja, sondern die Infernos machen natürlich nach wie vor Schaden, sieht man hier, und wenn du keinen Heilzauber hast, hast du halt keinen Heilzauber, sondern einen Wutzauber mehr, und ja, macht sich der Inferno natürlich bezahlt. Das heißt also, hier kommt dem erstmal nicht zu nahe und der kann ganz genüsslich hier eine Truppe nach der nächsten runterbrennen. Aber trotzdem denke ich mal, hier war das erstmal prozentual, und das gute Sterne hier vom Nico, beziehungsweise gute Sterne mit guten Prozenten, und das ist auch witzig, hier 2 Tonnen hinter dem einen Lakaien her, bam, da sind sie weg. Und jetzt kriegt die Queen natürlich noch ein bisschen zu viel Beschuss, ein paar Mauerbrecher noch, die aber leider nichts mehr bringen, da sie im Inferno-Strahl verendet sind. Jetzt geht es hier zwar nochmal durch, aber oh, Doppelriesenbombe hier nochmal. Und jetzt wird, ich weiß nicht, ob gleich die Falschstruppe geheilt wird, aber jetzt werden, glaube ich, die Queen wird noch geheilt. Was macht die Queen? Eine Mauer. Ist klar, dann verstirbt sie jetzt doch. Und dann war es das auch hier mit dem Kampf hier. Und was ich eben angesprochen habe, was eigentlich ganz, ganz krass war, ist auch der Angriff von Norm. Hier hat er auch gut gemacht, der Norm. Leider hat er seinen zweiten nicht mehr gemacht. Schade auch, aber ich glaube, es hätte sowieso nicht gereicht, denn der Norm hätte irgendwo 2 Sterne am Ende holen müssen. Und wenn du nur noch Bases hast, wo du nur noch 1 Stern rausholst, aber ich denke mal, war ein Zeitproblem bei ihm und nicht das Problem, dass er nicht seinen zweiten Angriff hier zeitnah gemacht hat. Aber das wird er uns sicherlich mitteilen. Er kommt hier erstmal mit dem Queen Walk. Cool in die Base rein. Ich muss es euch wieder größer machen. Ja, ja. Vergesse ich jedes Mal, wenn ich in einen neuen Kampf gehe, dann habe ich immer die Gesamtsicht drauf und muss euch das immer ein bisschen größer machen. Dass auch die Handy- und Tablet-Benutzer und auch die mit ihrem S3 Mini, manchmal
S3 Mini ist ein super Handy. Ja, aber ich könnte nicht auf dem S3 Mini, muss ich sagen, Clash of Clans spielen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht, welches Betriebssystem da noch unterstützt ist. Aber das sind schon kleine Dinger. Und ich habe selber hier noch ein Handy liegen. Das ist ein HTC Desire. Auch da läuft noch nicht mal mehr Clash of Clans drauf, glaube ich. Obwohl doch, da ist ein Kit. Ne, ich glaube, da ist ein KitKat drauf. 4.4 oder so. Muss ich selber mal checken. Aber schönes altes Wish-Handy. Also nicht der ersten Stunde, aber glaube ich eins, was man sehr, sehr lange benutzt hat, denn die Desire-Serie von HTC, das waren schon tolle Schiebehandys und von daher ist aber schon ein bisschen älteres Stück, ich gebe es halt nicht ab, es funktioniert immer noch und vielleicht kann ich es nochmal abgeben im Siemens Nixdorf Museum, denn die sammeln ja so einen alten Krempel und zeigen ihn gerne im Museum und irgendwann landet auch der allerletzte Texas Instrument bei Nixdorf. Aber hier hat der Norman schöne 2 Sterne auf die Nummer 1 gemacht. Hier also 8 auf 1. Ich meine, klar, der Unterschied ist nicht da. 8 ist Maxed Out RH11. 1 ist Maxed Out RH11. Also von daher passt das alles hier. Schönes Ding. Ein 10er Angriff auf ein 11er haben wir ja gestern schon gesehen, den von Juli. Und waren wir ja ganz, ganz aktuell kurz mal einmal hier drin nach Update bzw. im Update. Und ja, die Folge heißt ja nicht umsonst Klankrieg nach Update, Fragezeichen, jetzt überall Dreier, ja, nein, ja, man kann das ganz klar beneinen, nein, es ist natürlich nicht so, aber man hat hier heute schon gesehen, dass hier auch die Prozente richtig krass purzeln und man hier nicht immer mal so easy peasy eben 85% auf den ersten holt und der Norman hat hier auch keinen Freeze, kein Heil mitgenommen, sondern ausschließlich Wut und ja, Freeze-Zauber habe ich heute auch so gut wie nicht mehr genommen. Auch wenn ich mit einer starken Farmarmee unterwegs war, habe ich mir den geschenkt. Entweder habe ich einen Heil mitgenommen oder ich habe tatsächlich einen Wutzauber noch zusätzlich mitgenommen. Aber der Frost blieb auch bei mir heute mal in der Zauberfabrik drin. Und ich glaube, na, ich muss mal gerade gucken, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es blieb bei den 85% hier leider knapp verloren, aber trotzdem gut gekämpft. Und hier ist halt noch nicht jeder 3 Stern ein 3 Stern. Am Ende, ja, ihr habt es ja bestimmt schon gesehen, es gibt nette Pakete, klar gibt es auch wieder die Clan-Geschenke hier, also los Leute, kauft euch die Dinger hier, beschenkt eure Clans und es gibt hier natürlich ein sehr, sehr nettes Geschenk hier, das super Weihnachtspaket, vierfacher Wert, hält noch 7 Tage. Muss Tortoto jetzt 7 Tage die Finger stillhalten oder wartet ihr einfach auf ein besseres Paket? Denn, ich blende euch das mal ein, ein anderer RA11er hat mir auch einen Screenshot geschickt mit seinem Paket und das ist natürlich schon richtig krass, kann man nicht anders sagen, denn das Paket, ich muss euch das mal eben raussuchen, das gönnt sich natürlich nicht jeder, denn der ein oder andere möchte natürlich vielleicht dann doch ein anderes Paket haben, was er sich jetzt kaufen würde, aber derjenige YouTuber hat mir hier ein Bild geschickt mit seinem Paket, mit seinem RH11 Paket, läuft auch 7 Tage, guckt euch das an, 14 Millionen Elex, 14 Millionen Gold, 125.000 dunkles Elixier, 14.000 Camps für 109,99 €. Ja, vielleicht hätte derjenige lieber mein Paket gehabt, hätte sich jetzt schon gekauft und ich hätte vielleicht viel lieber sein Paket, hätte es mir jetzt schon gekauft. Nein, ich glaube nicht. Ich denke, 110 € ist schon wohl zum Sonntag. Das kann ich hier nicht bringen. Was ich auf jeden Fall bringen kann, neue Folgen noch in dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Denkt dran am Ende. Und denkt an mein Video von gestern, schreibt mir dort ein ganz bestimmtes Hashtag bitte drunter. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen, wenn es da wieder heißt, der Toto flasht.